Er ist der erfahrenste in der Bundesregierung. Bereits in den 80ern Kanzleramtschef unter Helmut Kohl, Innenminister während der Wende und in Merkels erstem Kabinett. 2009 übernahm Wolfgang Schäuble das Finanzministerium und versuchte bei unzähligen Krisengipfeln infolge der Finanzkrise zu retten, was zu retten ist. Eines habe er dabei gelernt: dass Märkte ohne Regulierung nicht funktionieren. Wir haben eigentlich in der Politik eine Zeit lang geglaubt, befeuert von vielen klugen Ratgebern aus der Ökonomie, je weniger Regulierung, umso besser für den Finanzstandort Deutschland. Am Schluss waren wir selbst in Deutschland so weit, dass wir nicht mehr zu viel Regulierung hatten. Und international war es auch weltweit so geschehen. Und dann war es am Ende so, dass diese hochintelligenten Finanzmärkte, die ja über die Politik nur voller Verachtung, wenn sie es überhaupt zur Kenntnis nehmen, denken. Aber die einzigen, die dann noch die Katastrophe verhindern können, war diese blöde Politik. Aus diesen Erfahrungen müssten Ökonomen ebenso wie Politiker nun lernen, die richtige Balance zwischen Freiheit und Regulierung zu definieren. Doch wie Schäuble selbst bemerken musste, glichen alle Regulierungsversuche leider stets dem berühmten Rennen zwischen Hase und Igel. Der Wettbewerb zwischen denen, die vorauseilen in der Entwicklung, und denen, die hintendrein versuchen, den Anschluss zu halten mit der Regulierung, wird immer härter. Weil das Tempo der Veränderungen so groß ist und weil die Innovationskraft, Lücken zu finden, Regulierungen zu umgehen, unglaublich groß ist. Für Studierende und Mitarbeiter des Center for Financial Studies war der mit vielen persönlichen Anekdoten gespickte Vortrag Schäubles zur europäischen Finanzarchitektur ein tolles Erlebnis. Die zahlreichen professionellen Berichterstatter für nationale und internationale Medien zeigten sich dagegen ein wenig enttäuscht. Brexit, Börsenfusion, Bankenunion. Schäuble vermied es ganz bewusst, Schlagzeilen zu aktuellen Themen zu liefern. Auch wenn er mit seiner Meinung etwa zur Nullzinspolitik der EZB nicht hinter dem Berg hielt. Dass natürlich das Niedrigzinsumfeld an Bankenaufsicht, Bankenregulierung ganz neue Anforderungen stellt, muss man auch wenigstens einmal gesagt haben. Denn die Auswirkungen einer langfristigen Nullzins- oder Niedrigzinserwartung für die Geschäftsmodelle der Banken enorme Anforderungen stellen, ist es auch wiederum klar, dass die Banken in einem stärkeren Maße in risikoaffine Geschäftsfelder gehen müssen. Auch in der anschließenden Diskussion ließ sich Schäuble nicht zu provokanten Aussagen verleiten. Eben ganz der Elder Statesman, der aber dennoch deutlich machte, dass er noch intensiv mitarbeiten will an der Gestaltung einer tragfähigen europäischen Finanzarchitektur.